Ja, herzlichen Dank, dass Sie hier in so einer Häufigkeit erschienen sind. Ich bin überrascht, wie viele Leute da zu uns gefunden haben heute. Ja, wie gesagt, manchmal dauern Dinge etwas länger und heute ist dann der Tag, wo man sagen kann, es geht los. Für diejenigen, die nicht wissen, wer hier steht, mein Name ist Josef Hennebrüder. Und etwas näher dran? Ja, ja? Näher dran. Bitte. Dann wird es besser. Aha, ja, gut, okay, danke. Ich gehöre zur IDG in Düsseldorf und wir sind der Projektentwickler für das, was hier gebaut wird demnächst und wo wir heute die erste Erde bewegen. Ja, lange Rede nicht, ich halte, aber ein paar Dinge sind mir doch wichtig. Einmal möchte ich mich bei allen Mitgliedern der Genossenschaft, die hier ins Leben gerufen worden ist, bedanken, dass sie so viel Geduld an den Tag gelegt haben. Das war schon ganz enorm und wirklich herzlichen Dank, das in so einer Ruhe und Gelassenheit alles über sich ergehen zu lassen. Aber wir sind am Ziel angekommen, das ist das Entscheidende. Bedanken möchte ich mich auch bei ein paar Personen, nämlich bei denjenigen, die bereit waren, im Vorstand und Aufsichtsrat mitzuarbeiten von Seiten der Mitglieder. Da ist die Frau Steinbach. Ist sie da? Nein? Sehen Sie nicht? Die hat Uni. Ja, die hat Uni. Aha. Der Herr Oetzel, der einen kräftigen Beitrag geleistet hat, damit das Ding hier überhaupt funktioniert. Der Herr Jürgensen, der... Kommen Sie mal nach hier, Herr Oetzel. Dann haben wir jemanden in der Ruhe, in der Runde, der... war schon symptomatisch, der immer sehr ruhig und sehr gelassen, auch dann, wenn ich manchmal unter der Decke hing, argumentiert hat und gesagt hat, wir machen das schon, wir kriegen das schon hin. Das ist der Herr Jorgensen. Herr Jorgensen. Wird zum Ausdruck gebracht. Dann sehr viel Sachverstand, der Herr Vollerfahrt, ebenfalls Aufsichtsratsmitglied aus der Genossenschaft. Und der Herr Schuppler, den habe ich. Aha, ja, aber das ist noch nicht alles. Da gibt es zwei Herren im Hintergrund, die sehr solide und sehr unauffällig und ordentlich Arbeit leisten. Der eine ärgert aber zu schon mal die Planer, das ist unser Herr Steinbach, der die Baugruppe oder Sprecher der Baugruppe ist. Mit sehr viel Akribie und sehr viel Sorgfalt. Und dann gibt es jemanden, der öffentlich eigentlich so gut wie nie in Erscheinung tritt, aber dafür verantwortlich ist, dass die Homepage, und zwar der Mitgliederbereich der Homepage, funktioniert. Herr Schürn, ohne Sie würde die Kommunikation und die Mitgliederschaft nicht funktionieren. Ja, und dann haben wir noch die gute Seele in der Genossenschaft, unsere Marisa, aber ich habe zu Anfang gesagt, es war ein sehr, sehr langer Weg und ohne, und das meine ich wirklich ernst, ohne die Unterstützung von der Frau Rottes und ihre Kontakte und ihre Möglichkeiten im Hintergrund und ohne die Unterstützung von der Frau Lukas hätten wir das Ziel in dieser Form sicherlich nicht so schnell erreicht und es wäre noch mühsamer geworden. Herzlichen Dank. So. Bevor es dann losgeht, überreiche ich jetzt mein Mikrofon an den Herrn Jürgensen. Bewusst habe ich sonst außer den Mitgliedern der Genossenschaft und den Namen, die ich genannt habe, niemanden begrüßt. Ich komme aus einem Verein, da geht das noch brutaler. Da wird bei Veranstaltungen nie jemand begrüßt. Und selbst dann, wenn da irgendein Ministerpräsident oder Bundestagsabgeordneter auf ist. Ja, Herr Jürgensen, als Sprecher für die Bewohner, Sie haben das Mikrofon. Guten Morgen zusammen. Herr Hennebrüder hat schon gesagt, mein Name ist Guido Jürgensen und ich möchte hier für uns Genossen ein paar Worte sagen.
Bevor es aber losgeht, möchte ich zuerst, weil anders als der Hennebrüder, ich begrüße schon den einen oder anderen, möchte ich zuerst die Genossen hier begrüßen. Weil wir sind heute Gastgeber und deswegen möchte ich uns auch kurz unseren anderen Gästen mal vorstellen. Also hier hinter uns auf das Gelände bauen wir 6 Häuser und diese 6 Häuser sind sowohl barrierefrei als auch nach neuesten Ökostandards, Passivhäuser. Es gibt eine Tiefgarage, also das ist alles wunderbar. Und das passt auch sehr gut hier in die neue Bahnstadt. Aber ich finde, das Wichtigste, das sind halt eben die Bewohner. Und wenn ich hier Genosse und Genossinnen begrüße, dann sind das eigentlich nur 50, aber insgesamt ziehen hier halt 100 ein. Und bei unserer Struktur ist das halt so, dass nur jeweils einer Genosse ist, aber an dem Genossen hängen natürlich viele dran. Und es wird hier ein Projekt, also Multikulti, mehr Generationen. Es werden etwa 85 Erwachsene hier einziehen und 15 Kinder. Und wir sind uns ganz sicher, dass wir sehr, sehr gut passen hier in die neue Bahnstadt. Begrüßen möchte ich hier dann auch die Vertreter und Vertreterinnen der neuen Bahnstadt. Ich möchte auch begrüßen Vertreter und Vertreterinnen der Stadt Leverkusen. Ich möchte begrüßen, ich weiß nicht, ob Sie hier sind, Vertreter auch vom Land und vom Ministerium. Wer baut, braucht auch immer Geld. Deswegen auch herzliche Grüße an unseren Banker, hier von der Rhein-Wupper-Bank, aber auch die NRW-Bank und die Bank für Sozialwirtschaft. Ich möchte auch begrüßen noch andere Genossen und Mitglieder des Genossenschaftsverbands, weil wir gehören ja auch irgendwie zu einer großen Familie der Genossenschaften. Und natürlich auch noch nicht zuletzt, habe ich hier schon gesehen, Vertreter der Presse. Also ich finde, an so einem Tag gehört sich, dass man sich auch bedankt. Und bedanken möchte ich mich zuerst mal bei allen Genossen und Genossinnen. Der Hennebrüder hat schon gesagt, ich sage es nochmal, für die Geduld. Weil ich glaube, niemand freut sich so sehr wie uns, wie wir alle zusammen, dass es jetzt endlich losgeht. Weil es hat doch wirklich lange gedauert. Also nochmal herzlichen Dank auch an die IDG, weil der Hennebrüder ist, glaube ich, Kopf und auch Ideengeber des ganzen Projektes. Dafür vielen Dank. Frau Garcia Floriano als Seele der IDG auch vielen Dank für die Arbeit. Dann gibt es da noch die Frau Pavlicek, die ist heute nicht hier. Das ist, glaube ich, Seele und Kopf zusammen. Die kümmert sich auch sehr gut um unsere Belange. Dann noch kurz ein paar Worte zum Architekturbüro Schaller und zur REPCO. Auch das gehört sich an so einem Tag, mich schon mal zu bedanken für die gesamte Vorarbeit, die hier geleistet worden ist. So. Spatenstich, da habe ich mal nachgeschaut, was das eigentlich ist. Spatenstich ist der Beginn der Arbeiten. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue, dann die allermeisten Gesichter hier sind mir sehr vertraut und irgendwie kommt es mir nicht wie Anfang vor, sondern irgendwie schon wie Zielgerade, wie mittendrin irgendwo. Und ja, auch die Umgebung hat sich hier extrem verändert. Als ich hier das erste Mal stand, war hier gar nichts und ich dachte, wir sind die Ersten. Jetzt sind wir die Letzten. Also, es wird wirklich Zeit, dass es losgeht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, es lohnt sich aber jetzt nicht zurückzuschauen und zu gucken, warum hat es so lange gedauert, wo hat es gehakt. Das finde ich, das sollten wir nicht tun. Sondern wir sollten uns bedanken für das Engagement aller, die hier sich beteiligt haben. Also alle, die ich gerade begrüßt habe, sind irgendwo auch beteiligt und haben sich mit viel Mühe und Engagement hier engagiert. Eingebracht und dafür wirklich vielen Dank. Der Hennebrüder hat es auch schon getan, ich mache es jetzt nochmal. Frau Lukas, Frau Rottes, also wirklich vielen Dank, weil da gucke ich doch nochmal zurück. Zwischendurch gab es auch so Punkte, wo wir gedacht haben, es wird nie was. Und das sind die beiden Damen, die dort stehen, haben das irgendwie wieder auf die Reihe bekommen, dass es doch vorwärts geht und dass wir jetzt heute hier stehen können. Ich habe gerade gehört, ein
Bürgermeister oder ehemaliger Bürgermeister und Aufsichtsrat der neuen Bahnstadt ist auch hier. Schönen guten Tag. Und nochmal vielen Dank für all das Vertrauen, auch was die neue Bahnstadt in uns gesetzt hat. Aber ich bin ganz sicher, dass sie das auch zurückbekommt. Nicht in Geld, aber sie werden gute Bewohner und ein gutes Projekt hier haben, dass sich hier wirklich das da einfügt. So, und jetzt blicke ich dann doch nochmal nach vorne. Und wenn das gleiche Engagement, was alle hier gebracht haben, wenn das weiter so läuft, dann bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr hier stehen und Richtfest feiern, weil das Engagement und all das, das stimmt. Was nicht stimmt, ist das Tempo. Das werden wir jetzt, glaube ich, ändern. Und dass es alles jetzt ein bisschen vorangeht und dass wir wirklich auch nächstes Jahr hier einziehen können. Ja. Heutzutage macht man ja keinen Spatenstich mehr, sondern man macht das Ganze mit einem Bagger. Und im Vorfeld, da möchte ich noch unseren Bauleiter begrüßen, der jetzt in Zukunft eine immer wichtigere Rolle hat, den Herrn Zivil. Schönen guten Morgen. Dann, ich wollte mir den Namen merken unseres Kollegen, der den Bagger bedient, der Jean Ron. Ne? Schönen guten Morgen, der Herr Jean Ron. Wird unterstützen den Herrn Steinbach. Der Herr Steinbach ist Sprecher der Baugruppe und das ist noch etwas Besonderes hier, weil wir bringen unser Engagement und unser Know-how, bringen wir als Genossen noch in eine Baugruppe ein, sodass wir auch Einflüsse auf den weiteren Baubeginn als Genossen haben. Und dafür verantwortlich zeichnet der Herr Steinbach und noch viele andere, die in der Baugruppe sind. Ja, der Herr Steinbach wird zusammen mit dem Herrn Jean Ron den Spatenstich jetzt begehen. Dann wünsche ich euch guten Appetit und uns allen gutes Vorangehen des Projektes. Danke. Jeder Trompete werden möchte.